Jubelnde Spieler, feiernde Fans und motivierende Sprechchöre. Von Enttäuschung und Trauer über den Abstieg des BASF Tennisclubs Ludwigshafen aus der ersten Bundesliga war beim letzten Spieltag am Wochenende nichts zu spüren. Wir haben immer gesagt, es ist ein Experiment. Vieles war auf Kante genäht. Wir haben uns in Summe, glaube ich, super verkauft. Wenn ich an das Heimspiel gegen Mannheim denke, hier mit fast 2000 Zuschauern, mit einem 2-4 knapp, Mönchengladbach knapp, also in Summe war es ja knapp. Es macht uns ein Stück weit stolz, aber ein Experiment kann eben auch schief gehen. Knapp war es fast immer in den Spielen des Tennisclubs. Doch der Teamchef sieht vor allem die Ansetzung der Spieltage und die fehlende Konstanz im Doppel als Knackpunkte für den Abstieg. Die Saison ist sicherlich vom Spielplan her für uns ein bisschen unglücklich verlaufen. Wir hatten gleich am Anfang drei der ganz Großen. Wir hatten insgesamt 4x2-2 und danach 4x2-4 auch verloren. Was aber einfach zeigt, dass wir im Doppel nicht gut genug waren. Richtig gut machte es dagegen Liam Gavrialidis in seiner Debütsaison. Der 18-Jährige hatte zwei Einsätze im Einzel und einen im Doppel. Er gilt als eines der größten deutschen Tennistalente und Zukunftshoffnung der Ludwigshafener. Mein Bundesliga-Debüt im Einzel hatte ich gegen Kohlschreiber. Ich bin 6-2, 6-4 unterlegen, aber jetzt heute habe ich den höchst gerankten Spieler jemals in meiner Karriere geschlagen. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich habe gemerkt, auf jeden Fall die Fans waren auch hinter mir und ja, war auf jeden Fall schön. Und wenn es nach den Verantwortlichen im Verein geht, dann soll das in den kommenden Spielzeiten auch so weitergehen. Denn Gavrialidis soll zum Stammspieler aufgebaut werden. Man hat gesehen, es hat ihm richtig Spaß gemacht, er hat gefightet, da ist auch Potenzial drin. Und nicht zu Unrecht trainiert er mit dem Fed Cup-Chef, mit dem Kohlmann auch zusammen. Also verbringt Zeit in der Base in München, aber eben auch in Ludwigshafen. Und es passt im Moment, passt die Chemie da ganz gut, ja. Doch jetzt steht für alle erstmal Erholung an, bevor bald wieder die Vorbereitungen für die kommende Saison beginnen. Wir haben jetzt eigentlich fast alle nächste Woche Urlaub geplant und dann werden wir uns Ende August, Anfang September zusammensetzen und mit der Kaderplanung für die zweite Liga starten. Wir wissen, wen wir aus dem aktuellen Kader behalten wollen. Haben mit einigen ja auch schon in der zweiten Liga letztes Jahr gespielt. In der zweiten Liga ist es natürlich das Ziel, wieder oben mitzuspielen, wenngleich der direkte Wiederaufstieg nicht ausgerufen wird. Wir werden auf jeden Fall versuchen, im ersten Drittel da auch wieder mitzuspielen. Und was dann mal rausspringt, muss man dann sehen. Klar ist aber, jubelnde Spieler, feiernde Fans und motivierende Sprechchöre sollen in der zweiten Liga dann weiterhin auf der Tagesordnung stehen.